Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Ha, alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Stinkt ja bestialisch. Aeris. Cloud. Schnell, komm nach Sektor 7. Ja. Dieser Dreckskerl. Tob dich aus! Brauch mal kurz eine Pause. Ich leg los! Gib auf dich acht! Komm schon! Wechsel! Start!
an die Arbeit! Feuer frei! Viel Erfolg! Jetzt zeige ich euch, was ihr kann! Wo ist ich? Du. Überlass das mir! Neuer Plan. Zack! Viel Erfolg! Da muss ich jetzt durch. Aeris.
Übernimm du. Okay, Arbeit! Es geht weiter! Viel Erfolg! Jetzt zeige ich euch, was ich kann! Der ist für dich! Zieh dich zurück! Ich leg los! Überlass das mir! Ich übernehme. Feuer! Es wird heiß! Los! Ja! Und tschüss! Nicht übertreiben! Bin ich jetzt drin? Heiß! Arbeiten wir im Team! Das ist was! Zähl auf dich. Überlass das mir. Ich tu, was ich kann. Zack, los geht's. Ich mach das mal eine Pause. Das war's. Übernimm du. An die Arbeit.
Ich mache mal eine kurze Pause. Sein Nest ist? Könnte Corneos Haustier sein. Und das Futter. Hohi! Hey, ob der Widerling die Wahrheit gesagt hat? Dass sie die Platte opfern, nur um Avalanche zu vernichten. Ganz Midgar wäre in Gefahr. Würde Shinra so etwas wirklich tun? Ist gut möglich, dass er uns mit einer Lüge aus dem Konzept bringen wollte. Sehe ihm jedenfalls ähnlich. Und was, wenn es doch wahr ist? Wie? Dann müssen wir es verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten, nicht wahr? Ja. Nur, tiefer! Anscheinend führt der Weg tatsächlich durch die Kanalisation. Was ist? Wenn wir dem Wasserlauf folgen, müssten wir Sektor 7 erreichen. Die Kanalisationen von Sektor 6 und Sektor 7 sind verbunden. Wenn ihr euch verlauft, dann lauft, wie das Wasser läuft. Eine Regel des Slums? Nein, die Kanalisation dient Avalanche als Fluchtweg. In Notfällen. Wir dürfen uns nicht verlaufen. Ja, da vorne ist ein großer Kanal. Gehen wir als erstes dorthin. Alles klar. Bringen wir es hinter uns. Ich zähle auf dich. Überlass das mir. Komme schon. Und los. Der ist für dich. Eine große Sache.
Wunder, dass es hier stinkt. Riecht ja schon in den Slums nicht besonders gut.
Frontalangriff. Geht klar. Nimm das. So darf's weitergehen. Finde ich auch. Los, kleine Fische. Leichter Fang. Verdammt! Tschüss! Es hagelt! Es ist noch nicht vorbei. Erzähl mal was Neues. Durch. Du, Cloud. Nehmen wir an, Corneo hat die Wahrheit gesagt. Was könnte Shinra denn damit nur bezwecken wollen? Ich meine, es kann ihm doch nicht nur um Avalanche gehen. Nur um uns aufzuhalten, würden sie doch niemals all die Opfer in Kauf nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie durch die Zerstörung von Sektor 7 profitieren könnten. Absolut nicht. Corneo muss gelogen haben. Typen wie dem darf man nichts glauben. Scheint ein Stromgenerator zu sein. Sieht unheimlich alt aus. Stammt aus der Zeit, bevor Marco benutzt wurde. Würde mich wundern, wenn der noch funktioniert. Nimm du. Es geht los. Ich leg los. Der ist für dich. Übernimm du. Ich mach das.
ein Schlüssel? Super! Moment mal! Diesen großen Kanal kenne ich. Auf der anderen Seite liegt Sektor 7. Also die Grenze zwischen den Sektoren. Wir müssen durch die Tür auf der Seite von Sektor 7. Dahinter sollten wir die Slums erreichen können. Leichter gesagt als getan. Orientieren wir uns an der Wasserpumpe dort, damit wir uns nicht verlaufen. Wir müssen einfach nur die Ruhe bewahren. Ja, hast recht. Zu sehen.
schon! Okay. Jetzt wird aufgeräumt. Nur kein Über. Übernimm. Ich leg los. Ich leg los. Du wirst nicht leiden. Ja. Na? Keine große Sache. Ich gehe vor und sehe mich um. Verdammt, meine Gedanken rasen wie wild. Ich weiß. Ganz normal. Die wollen Sektor 7 zerstören? Das kann sie nicht ernst meinen. Aber selbst wenn sie es ernst meinen, ziehen sie das bestimmt nicht durch. Bestimmt nicht. Ja. Hm? Aeris, weißt du etwa mehr? Wie? Tifa, Aeris, kommt einzeln rüber. Okay. Ich gehe vor. So.
Jetzt du! Alles klar! Rasen deine Gedanken wieder? Ja. Wir können die Zukunft noch ändern. Du musst nur fest daran glauben. Verstehe. Wenn du meinst. Denk einfach an was Schönes, wenn Sektor 7 gerettet ist. Wenn wir es schaffen, könnten wir oben bummeln. Also, wir könnten zum Beispiel was Hübsches für den siebten Himmel suchen. Du und ich? Warum nicht? Ja, klingt toll. Cloud kann unsere Tüten tragen. Dem geben wir ordentlich zu schleppen. Redet ihr über mich? Tun wir nicht.
Komm schon! Das war ein gutes Training. Okay.